Hallo Internet, hier ist wieder Benzack für euch und willkommen zu meiner Review von Rogue One, A Star Wars Story. Ihr wollt dieses Video liken, bevor ihr es überhaupt angesehen habt. Ihr wollt mich abonnieren, bevor ihr es überhaupt angesehen habt. Ihr kennt das schon, ich rede jetzt erstmal spoilerfrei über den Film und wenn ich dann in den Spoilerbereich gehe, dann weise ich euch nochmal gesondert darauf hin. Die Macht ist stark mit diesem Film. Scheiße, Mann, ist das ein geiler Film. Alter, meine Erwartungshaltung war gar nicht mal so hoch. Ich habe mir gedacht, gut, okay, die machen den Film über eine Sache, wo wir den Ausgang sowieso schon kennen. Und vielleicht ist das jetzt dieses befürchtete Ausschlachten des Franchises, was viele immer befürchtet hatten. Und ich auch unter anderem. Aber nein, Mann, dieser Film ist einfach sowas von gut. Und meine Erwartungen wurden deutlich übertroffen. Denn es ist kein guter Film, es ist ein großartiger Film. Für Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, kann man das Ganze, glaube ich, wie folgt am besten beschreiben. Rogue One ist ein Star Wars Film, der aussieht wie ein Star Wars Film, sich aber nicht anfühlt wie Star Wars. What's that? Chewbacca's family. Come on, Mala, let's see a little smile. The Star Wars Holiday Special will continue in a moment. Rogue One, A Star Wars Story ist ein sogenanntes Spin-off, also es ist keine direkte Fortsetzung oder keine nummerierte Episode. Es erzählt eine Nebengeschichte im Star Wars Universum, die aber nicht weniger wichtig sein könnte. Der Film ist angesiedelt zwischen Episode 3 und Episode 4, wobei man dazu sagen muss, eigentlich ist er nicht so zwischen Episode 3 und 4 angesiedelt, sondern eigentlich direkt kurz vor Episode 4. Ich meine wirklich ein paar Tage, wenn nicht nur Stunden vor Episode 4. Und in dem Film geht es halt um Jyn Erso, die durch einige Umwege zur Rebellenallianz stößt und die dann damit beauftragt wird, die Pläne des Todessterns zu ergattern. Ja gut, da könnte man jetzt meinen, dass der Film dann halt echt hart langweilig sein muss, weil wir alle wissen ja schon, was passieren wird. Piff, paff, boom, das Ding explodiert, alle Menschen sind glücklich. Sie haben diesen Todesstern einfach in die Luft gejagt, obwohl man gewusst hat, dass sich dort tausende Sturmtruppler aufhalten? Das waren Menschen. Das Ding hieß Todesstern, Schatz. Die haben gewusst, worauf sie sich einlassen. Aber natürlich kommt sie überhaupt nicht darauf an, wo der Film drauf hinarbeitet, sondern wie der Weg dahin kommt. Denn Rogue One ist tatsächlich ein Kriegsfilm. Das tatsächliche Wars, der Krieg der Sterne, der eigentlich jeder Episodentitel beinhaltet, ist eigentlich gar nicht so richtig in Szene gesetzt. Also klar, die Star Wars Filme, da geht es immer um irgendwelche Schlachten und um irgendwelche Kämpfe, aber alles in allem sind die Star Wars Filme vom Feeling her mehr so Abenteuerfilme. Wir sind eine Gruppe von Leuten und wir erleben hier irgendwelche gefährlichen Sachen und am Ende retten wir den Tag. Aber nicht in Rogue One, denn Rogue One ist tatsächlich ein Kriegsfilm. Wir sehen die ganze Zeit über, wie Leute sterben. Wir sehen die ganze Zeit, wie es für normale Menschen ist, den Krieg der Sterne zu erleben, wenn sie eben keine auserwählten Jedi sind oder sonst irgendwas, sondern stinknormale Menschen, die in einem intergalaktischen Krieg sind. Und wenn sie zu einer anderen Tür reinkommen? Tja, da müssen wir eben aufstehen und zu der anderen Tür gehen. Wird er den ganzen Tag so rumlabern, Jeff? Hey, ich versuche nur meinen Beitrag zu leisten. Ja, leiste ihn, indem du deine Waffe auf diese Tür richtest. Mark, wieso bist du immer viel netter zu mir, wenn die anderen Rebellen nicht dabei sind? Und man muss sagen, der Film zieht konsequent dieses Kriegsthema durch. Es wird auch versucht, mit einigen, ich sag mal, neueren Designideen, die Idee des Krieges, die wir im 21. Jahrhundert aktuell wohl haben, zu verstärken. So kommt es zum Beispiel vor, dass in der Gruppe von Saw Gerrera, einer Art, ja, zwar Rebell, aber sehr extremistischem Rebell, dass die Mitglieder seiner Gruppe mich persönlich stark an, ja, Kämpfer im Nahen Osten erinnert haben, weil sie nämlich alle sehr vermummt waren auf einem felsigen Planeten. Also, das ist kein Zufall. Hier hat man, glaube ich, bewusst solche Rebellen hingestellt, solche Extremisten, um halt
einen Spiegel zu unserer heutigen Zeit zu sehen. Denn wenn die meisten Leute heutzutage an Krieg denken, dann werden die an den Nahen Osten denken. Und ja, daran sieht man halt, wie das Thema wirklich konsequent durchgezogen wird. Und wenn ihr mich fragt, dann ist das gut. Das ist verdammt gut. Dieser Film ist die meiste Zeit über ernst. Dieser Film ist die meiste Zeit über düster. Das ist meiner Meinung nach etwas, was Star Wars jetzt wirklich mal gebraucht hat. Nämlich einfach mal, um den tatsächlichen Krieg der Sterne zu zeigen. Damit das Ganze dann nicht ganz so brutal und ganz so gemein ist, haben sie im Film dann als, ja, lustige Unterbrechung immer mal den Druiden K2-S2 eingebaut. Und er hat, trockene One-Liner, wie man sie jetzt von Disneys aktuellen Film kennt. Die waren zum Teil auch lustig, aber so richtig gezündet haben sie nicht immer. Also an manchen Stellen fand ich schon, dass er ein ganz kleines bisschen deplatziert war. Aber es ist jetzt nichts, was den Film kaputt macht. Ich dachte nur, ich erwähne das mal. Weil nämlich der Roboter im starken Kontrast steht zu den ganzen anderen Charakteren. Die anderen Leute laufen da nämlich rum und verstehen so ziemlich überhaupt keinen Spaß. Keiner macht da irgendwelche Witze außer dem Roboter. Wobei man das jetzt natürlich auch positiv sehen kann, wenn man auf diese Witzelein überhaupt nicht steht. Wenn ich jetzt schon die Charaktere anspreche, dann muss ich natürlich auch über Jin reden, denn diese ist als Protagonistin diejenige, die am Film ja am meisten ausgearbeitet wird, die am meisten Hintergrundgeschichte hat und die auch im Film eine 180-Grad-Wendung macht, denn am Anfang hat sie eigentlich gar keinen Bock auf die Rebellion und möchte sich aus dem ganzen Kram raushalten, ist ein bisschen verbittert, bis sie dann irgendwann merkt, ja, das Imperium ist ganz schön doof. Und die sind auch voll gemein. Da müsste man eigentlich mal hier so, ne? Rebellieren. Ja, eine Rebellion, das wäre gut. Wie praktisch, dass da vorne eine ist. Man muss aber wirklich sagen, die große Schwäche des Films sind so ziemlich alle anderen Charaktere des Films. Ich konnte mir tatsächlich bis auf ein, zwei Ausnahmen keinen einzigen Namen merken. Die Charaktere, die in dem Film sind, erfüllen halt nur den Sinn und Zweck, Darsteller oder Statisten in einem Kriegsfilm zu sein. Die einzige Ausnahme ist da so ein bisschen Captain Andor, der so, ja, der Austausch Han Solo für diesen Film ist. Ansonsten sind die anderen halt relativ flach und sind halt wirklich nur gewisse Stereotypen. Aber ich sag mal so, für den Kriegsfilm, wo sowieso die ganze Zeit geballert wird und versucht wird, die Geschichte der Galaxis zu erzählen, finde ich das jetzt nicht direkt so schlimm. Ich meine, ja, klar, das könnte man krass bemängeln, dass außer Jin und Andor irgendwie alle komplett flach sind, aber mich hat es jetzt nicht gestört. Und wenn man den Film gesehen hat und das Ende gesehen hat, dann weiß man vielleicht auch, warum da nicht so viel Energie reingesteckt wurde, die alle nochmal weiter auszuarbeiten. Außerdem, ich sag mal so, wenn Andor kommt, seine erste Szene besteht daraus, dass er einen Typ hinterrücks in den Rücken schießt. Ja, dann ist der Typ mir direkt sympathisch, ne? In your face, George Lucas. Da gibt's keine Diskussion, wer zuerst geschossen hat. Das war eindeutig. Was auch diesen Mashup von alt und neu deutlich macht, der überall in den gesamten Film ist, ist zum Beispiel das Setting der Ortschaften oder generell halt die Planeten. Wir haben zum Beispiel am Ende des Films einen Planeten, das ist jetzt kein Spoiler, aber hat man schon im Trailer gesehen, der Karibik nachempfunden ist. Der total, aussieht eigentlich wie ein Urlaubsziel. Ich würde da gerne hinfahren und Urlaub machen. Vorausgesetzt, da sind keine Sturmtruppen. Aber gerade das ist etwas, was man in Star Wars so noch nie zuvor gesehen hat. Das ist etwas Neues. Das gab es in noch keinem Star Wars Film zuvor. Und es gibt noch andere solche Dinge, die ich aber nicht vorwegnehmen möchte, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt. Aber lasst euch gesagt sein, ihr habt halt einfach alte Star Wars Elemente in vollkommen neuen Settings. Und das ist echt geil. Eine verdammt große Stärke des Films ist außerdem, dass der überladen ist mit Easter Eggs. Überall sind Easter Eggs. Fast in jeder Szene findet sich ein verdammtes Easter Egg. Und das finde ich richtig geil. Sie haben sich da echt viel Mühe gegeben. Und das fängt dabei an, dass man vielleicht irgendwie ein Raumschiff im Hintergrund stehen sieht, was man irgendwie kennt. Oder dass irgendwo mal ganz beiläufig, sogar auch nur im Hintergrund, Name erwähnt wird. Und hört dann dabei auf, dass man zum Beispiel wirklich, und das sage ich euch jetzt schon mal, weil das passiert, ich glaube in der ersten halben Stunde des Films, dass tatsächlich die beiden
Rummelboxer da von der Mos Eisley Cantina Jin Erso anrampeln. Die beiden Typen, die Luke einer aufs Maul hauen wollten, wo Ben Kenobi dann dazwischen gegangen ist. Ich meine, auf die Idee muss man erstmal kommen, dass man diese beiden Stooges da irgendwie in den Film einbaut. Und da zeigt sich einfach, wie viel Liebe zum Detail in diesem gesamten Film steckt. Du gefällst ihm nicht. Schade. Und mir gefällst du auch nicht. Ihr kennt mich doch nicht mal. Weißt du was? Du hast recht. Ich bin Schweinenase und das ist mein Schwager Scott. Er ist zu Besuch vom Planeten Hoth. Das größte Easter Egg, wobei Easter Egg ist das falsche Wort, Blödsinn. Ja, ja. Der größte Fanservice in dem Film ist wohl tatsächlich unser sympathischer Asthmatiker namens Darth Vader. Ich hatte mir davon nicht viel erhofft. Ich habe gedacht, man sieht Darth Vader vielleicht nur in ein, zwei Szenen mal im Hintergrund stehen oder was sagen. Und das war's großartig. Und man muss auch sagen, viel mehr Screentime kriegt er tatsächlich nicht. Man sieht Darth Vader nur kurz. Eigentlich hat er nur zwei Szenen. Aber diese beiden Szenen, die er hat, die sind einfach perfekt und einfach sowas von geil. Gerade die zweite Szene ist sowas von hammergeil. Aber darauf gehe ich im Spoilerbereich drauf ein. Und ich finde es auch ehrlich gesagt eigentlich gut, dass sie Darth Vader nur so relativ kurz im Film haben, weil nämlich dadurch Darth Vader an sich was Besonderes bleibt und jetzt vielleicht nicht zu oft eingesetzt wird, bis sich alle Leute daran satt gesehen haben. Apropos satt sehen. Ich bin ja so ein kleiner Stinker, der ständig gegen 3D dagegen wettert und sagt, was für eine Scheiße doch 3D ist und dass es eigentlich nutzlos ist in 95% aller Kinofilme, weil kein Kinofilm so richtig darauf wirklich ausgelegt ist, das 3D zu nutzen. Und deswegen bin ich auch in Rogue One einfach in 2D gegangen, weil ich mir das extra Geld für die Kinokarte sparen wollte. Ich habe einen sehr großen Fonds für Hubba Bubba Kaugummi und Capri-Sonne. Und es ist mir sehr wichtig, dass da kontinuierlich Geld reinfließt, ja. Aber wisst ihr was? Ohne Scheiß, Rogue One solltet ihr euch tatsächlich mal in 3D angucken. Ich habe mich echt geärgert, dass ich den nicht in 3D gesehen habe. Denn, oh, Mini-Spoiler, am Ende gibt es eine große Raumschlacht mit Raumschiffen und so weiter. Fress das! Und diese Raumschlacht ist tatsächlich zum Teil so gemacht, dass ihr das Gefühl habt, dass ihr selber im Cockpit sitzt. Oder dass ihr ganz nah am Heck hinten des X-Fluglers hängt und die Kamera geht halt mit und so weiter. Da werden euch wirklich die Lasergeschosse ins Gesicht geschossen. Und ich glaube, das kommt in 3D einfach richtig, richtig geil rüber. Und deswegen werde ich mir den tatsächlich auch einfach nochmal in 3D angucken. Und man muss dazu auch einfach sagen, dass diese Raumschlacht echt geil gemacht ist. Da werden Sachen gemacht, die man so in Star Wars nicht erwarten würde. Wo man sich erstmal so im ersten Moment denkt, what the fuck, haben die das gerade wirklich gemacht? Aber ja, sie machen das und das finde ich echt erfrischend, das finde ich echt cool. Ich möchte das jetzt aber nicht vorwegnehmen. Aber wenn ihr den Film seht, dann versteht ihr bestimmt, was ich meine. Wo wir schon bei 3D sind, die haben tatsächlich eine Sache gemacht, die vorher schon durchgesickert ist und ich denke auch schon bekannt gewesen ist. Und deswegen denke ich, ist das kein richtiger Spoiler. Aber Grand Moff Tarkin ist tatsächlich im Film als CGI-Figur. Und auch bin ich ja sehr empfindlich, was CGI angeht, ne? Aber, also ich muss sagen, er sieht wirklich schon sehr, sehr gut aus. Sie haben ihn wirklich sehr gut getroffen. Nur, wenn man ihn halt neben den richtigen Schauspielern stehen sieht, ja, dann wirkt er schon so ein bisschen wie aus einem Pixar-Film. Also er sieht wirklich gut aus, sie haben sich echt viel Mühe gegeben. Aber es ist zum Beispiel nicht so gut wie zum Beispiel der junge Tony Stark in Captain America Civil War. So gut war das CGI nicht. Das habe ich ja echt gefeiert, weil das so unfassbar krass war. Aber bei Tarkin ist es so, man merkt das halt. Also wie gesagt, er ist auf einem sehr hohen grafischen Niveau. Wenn man das vergleicht, dann ist er wahrscheinlich so, ja, also ich würde es am ehesten vergleichen, Uncharted 4 in nochmal hübscher. Jo! Ne, an einem Videospiel gemessen. Nur wird Uncharted 4 in nochmal hübscher trotzdem noch nicht so gut aussehen wie ein richtiger Schauspieler.
die Illusion ist einfach noch nicht perfekt. Vielleicht bessern sie das ja im kommenden Film aus, aber man muss denen auf jeden Fall sehr viel Respekt zollen, dass sie überhaupt diesen mutigen Schritt gewagt haben und gesagt haben, wir beleben einen Schauspieler, der schon vor vielen Jahren gestorben ist, indirekt wieder, indem wir ihn einfach als CGI-Figur animieren und ihn in den Film nehmen und ihm dort auch eine tragende Rolle geben. Und übrigens gibt es hier auch noch etwas, was ich im Spoilerbereich ansprechen muss. Aber auch hier, alleine dass Tarkin in dem Film ist, zeigt einfach, wie stark sie sich an der alten Trilogie orientieren. Egal, ob das Charaktere sind, die sie einfach wieder per Computer halt in dem Film integrieren, oder ob das einfach wirklich die Bilder sind, die sie uns zeigen. Sie sind sogar so weit gegangen, dass sie bestimmte Bilder aus der alten Trilogie komplett genommen haben und sie versucht haben, wieder neu nachzustellen. Wenn man die alten Filme auswendig kennt, so wie ich zum Beispiel, dann fällt einem das auch bestimmt sofort auf. Und ja, wie gesagt, das ist einfach krass, wie viel Liebe zum Detail in diesem Film wirklich drin steckt und wie wirklich krass versucht wurde, dass die Welt von der alten Trilogie einzufangen, aber damit etwas Neues zu machen. Und noch eine andere Sache, über die ich wirklich sehr froh bin, ist, dass sie sich nicht nur auf die alte Trilogie berufen, sondern tatsächlich auch endlich mal auf die Animationsserien. Hasst es oder liebt es, mir egal, da scheiden sich die Geister. Viele sind einfach nur alleine schon von der Darstellung des gesamten Stils dieser Serien halt abgeschreckt. Aber Clone Wars und Star Wars Rebels sind beide Kanon. Diese Fernsehserien, ob ihr sie jetzt scheiße findet oder nicht, ist vollkommen egal. Sie sind Kanon, sie zählen. Alles, was dort passiert ist, zählt für die Filme. Alles ist ein Universum. Lustige Wortwahl bei einem Star Wars Video. Und bisher hieß es immer nur so, ja, okay, das, was da passiert, das zählt schon, das ist echt, also das ist da auch in den Filmen passiert, aber es gab halt nie wirklich Hinweise darauf. Aber in Rogue One haben sie tatsächlich etwas gemacht, was ich nicht gedacht hätte. Sie haben nämlich einen Charakter genommen, der ursprünglich aus der Animationsserie The Clone Wars kam und haben ihn als echten Menschen, als echten Schauspieler in dem Film integriert. Ich spreche hier von Saw Gerrera, der Rebellen-Extremist, den ich vorhin auch schon angesprochen habe. Dieser Charakter hatte sein Debüt in Clone Wars, der Fernsehserie, und ist jetzt als richtiger Charakter halt in die Filme integriert worden. Und ich finde das super, weil dadurch werden endlich diese Fernsehserien endlich richtig relevant. Vorher war das immer nur so ein bisschen Schmuck am Nachthemd. Aber jetzt könnte es rein theoretisch sein, dass wir irgendwann mal in Episode 8 oder in einem anderen Spin-off-Film zum Beispiel Ezra Bridger treffen. Wer weiß, keine Ahnung. Es ist möglich und ich finde es echt cool, dass sie diese Tür endlich aufgemacht haben. Die Musik. Ich finde es noch wichtig zu erwähnen, dass die Musik von Rogue One nicht von John Williams gemacht wurde, der ja die Musik für alle anderen Star Wars Filme gemacht hat. Und generell für große Franchises wie zum Beispiel für Harry Potter oder Indiana Jones oder E.T. Und ich finde trotzdem aber, obwohl das nicht John Williams selber gemacht hat, haben sie wirklich den Stil seiner Musik sehr gut eingefangen und haben das gut weitergetragen. Also der Mann ist mittlerweile auch schon sehr alt und er kann nicht ewig die Musik für die Star Wars Filme schreiben. Und ich finde, man sieht hier einfach, dass trotzdem die Musik in guten Händen ist. Eines Tages werde ich diesen Felsbrocken verlassen und gegen das Imperium kämpfen. John Williams und das London Symphony Orchestra, liebe Freunde. So, und weil es mich in den Fingern juckt, in den Spoilerbereich zu gehen, komme ich jetzt zur Bewertung des Films. Der Film ist nicht nur gut, der Film ist großartig. All meine Erwartungen wurden komplett übertroffen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir mit so einem Spin-off einen so guten Film bekommen. Ich dachte halt, okay, die machen einen Spin-off über den Todesstern, wie der gebaut wird und so. Wird bestimmt ganz cool werden, aber scheiße, Mann, das war nicht cool, das war einfach nur richtig geil. Es ist für mich bemerkenswert, wie sie geschafft haben, eine bereits bekannte Story oder den Ausgang dieser Story, den wir alle schon kennen, den wirklich so spannend zu erzählen und so anders zu erzählen wie vorige Star Wars Filme. Denn Rogue One bringt tatsächlich erstmal den Krieg, der in dem Titel Star Wars sich versteckt, wirklich auf die Leinwand und zeigt, wie Krieg in der Galaxis wirklich sich abspielt.
Die meisten Charaktere bleiben blass, ist aber auch bei so einem Kriegsfilm nicht besonders verwunderlich. Außer Jin sind alle eigentlich relativ austauschbar, aber das ist gar nicht schlimm. Jin reicht als anständiger Charakter für mich persönlich vollkommen und der Rest trägt halt zu dem Plot auch ein bisschen was bei, das passt schon. Es gibt fantastische neue Eindrücke, fantastische neue Szenerien, die man so in Star Wars noch nie zuvor gesehen hat. Und man zeigt hier einfach, wie mutig man ist. Sei es einfach, wenn sie sagen, sie nehmen komplett neue Szenen, die nicht unbedingt in das Konzept von Star Wars passen. Sei es, dass sie sagen, hey, wir beleben einfach bereits tote Schauspieler mit Computer wieder und packen sie in den Film. Oder dass sie entgegen des Mainstream-Kinos das 3D wirklich mal, zumindest am Ende des Films, anständig nutzen. Darth Vader ist das absolute Highlight des Films, auch wenn er eigentlich nur relativ kurz zu sehen ist, aber das, was man von ihm sieht, ist absolut badass. Der Film bringt endlich das Filmuniversum und das Serienuniversum zusammen. Diese beiden Universum, die immer so ein bisschen koexistiert haben und eigentlich zusammengehören sollten, gehören jetzt endlich zusammen und das ist, finde ich, der richtige Schritt und das finde ich auch richtig gut. Also, solltet ihr euch Rogue One, A Star Wars Story ansehen? Ja. Sah der letzte Papst aus wie der Imperator? Ja, tat er. Und natürlich sollt ihr euch diesen Film angucken. Der Film ist purer, purer Zucker. Kann ich nicht anders sagen. Das Geile an dem Film ist einfach, dass er auf zwei Arten funktioniert. Entweder er ist der absolute Fanservice und die absolute Nostalgiebombe für jeden Star Wars Fan der alten Trilogie. Oder auf der anderen Seite, er ist einfach ein eigenständiger Sci-Fi-Kriegsfilm. Selbst wenn ihr die ganzen Hinweise und die ganzen Easter Eggs nicht versteht, werdet ihr trotzdem einen ernsten Sci-Fi-Kriegsfilm bekommen. Und der funktioniert einfach auf beiden Ebenen wunderbar und der ist einfach richtig geil. Star Wars Rogue One ist ein Liebesbrief an Episode 4 und dafür liebe ich diesen Film. Und wisst ihr, was ich richtig lustig finde? Es gab ja doch einige Leute, die mit Episode 7 nicht zufrieden waren. Ja, ich weiß, kann ich auch nicht so richtig verstehen, aber es gab echt Leute, die fanden Episode 7 scheiße. Okay, wenn das deren Meinung ist. Also den Grund, den kann ich zwar verstehen, aber nicht nachvollziehen, weil viele halt gesagt haben, dass Episode 7 genau dasselbe ist wie Episode 4. Und das stimmt ja auch, die grundsätzliche Story ist ungefähr dasselbe. Aber genau das hat halt damals Episode 7 gebraucht. Disney musste halt zeigen, dass sie etwas Gutes dabei getan haben, Star Wars als Franchise den verschlimmbessernden Fingern von George Lucas zu entreißen und einfach den Leuten einen Star Wars Film zu geben, wie sie ihn haben wollten. Und da war die logische Konsequenz einfach zu sagen, okay, wir machen einfach Copy-Paste, wir geben euch genau das Star Wars, nur irgendwie neu, was ihr schon kennt und was ihr schon mögt. Und dabei ist halt Episode 7 rausgekommen. Und wie gesagt, bei mir kam das auch super an, deswegen, ich kann den Grund verstehen, aber nicht nachvollziehen. Aber das Lustige ist jetzt, dass Rogue One das genaue Gegenteil macht von Episode 7. Episode 7 hat eine alte Story genommen und hat sie mit neuen Charakteren nochmal neu erzählt und hat somit ein krasses Star Wars Feeling erzeugt. Und was Rogue One macht, ist, dass sie alte, bekannte Charaktere nehmen, aber eine komplett neue Story drumherum bauen, aber alles sieht halt, ja, genauso aus wie früher. Und wisst ihr, das ist im Prinzip genau das Gleiche, nur andersrum. Und rein logisch betrachtet müssten die Leute, die sich über Episode 7 aufgeregt haben, dass das nichts Neues ist, sich jetzt total in Rogue One verlieben und sagen, der Film ist der geilste, den es jemals gab. Denn mit Rogue One machen die wirklich genau das, was viele Leute in Episode 7 bemängelt haben. Das genaue Gegenteil. Und ich weiß nicht, ich bin gespannt, wie das Internet, die Welt darauf reagiert. Und würde mich auch echt freuen, wenn gleich mal ein paar Leute von denen, die Episode 7 scheiße fanden, mir mal in die Kommentare schreiben würden, wie sie den Rogue One fanden. Nun wird es Zeit, in den Spoiler-Bereich zu gehen. Spoiler, ich bin der geilste Badass ever. Motherfucking Darth Vader! Scheiße, war das geil. Oh mein Gott, war das geil. Alter, Darth Vader hat zwar nur zwei Szenen im gesamten Film eigentlich, nämlich einmal als Krennic ihn in seiner Burg besucht und ihn halt so um Rat fragt, was jetzt mit dem Todesstern eigentlich los ist. Und da sieht man schon perfekt, was Darth Vader auf der politischen Ebene ausmacht. Er ist einfach der absolute Boss, ja, und Krennic hat totalen Schiss vor ihm und er schüchtert ihn komplett ein.
und ist einfach ihm sowas von über und so arrogant. Was heißt arrogant? Also Darth Vader ist sich einfach seiner Stellung bewusst und er weiß ganz genau, wie er auf ihn wirkt und wie er ihn manipulieren kann. Und er ist für ihn einfach nur so ein kleiner Schoßhund, den er, wenn er aufmuckt oder ihm auf den Sack geht, mal eben kurz mit der Macht würgen kann, um ihm zu zeigen nochmal, wer der Boss hier ist. Das an sich war schon sehr geil. What is the meaning of this? The meaning of what? I ordered this task to be completed an hour ago. Yeah, you did. You have failed me for the last time. That's what you said the last time. I have been too forgiving in the past. Do not fail me again. Because that'll be the last time. Yes. No. I don't know. Continue stalking. Aber dann am Ende. Alter. Alter. Ich hatte ja echt gedacht so, okay, jetzt docken die da an und man sieht noch, wie Darth Vader zur Tür hingeht und dann ist Cut und dann ist Ende. Und dann sieht man den Anfang von Episode 4 quasi. Das hatte ich echt gedacht. Und diese Szene, es ist dunkel. Und man weiß ganz genau, okay, jetzt passiert was. Jetzt passiert was. Und dann hört man ihn nur atmen. Sein Laserschwert geht an. Und ich denke mir schon so, oh, holy fuck, okay, jetzt, das ist jetzt badass. Okay, aber jetzt blenden sie aus, ne? Aber nein, Mann, nein. Er rastet komplett aus und zerfickt den ganzen Laden da. Alter, das war sowas von krass. Ich saß da echt und ich hab einfach nur komplett hyperventiliert. Alter, das war sowas von krass. Das war sowas von geil. Ich bin so froh über diese Szene. Alter, das war einfach nur Darth Vader, der Sith Lord. So muss er sein. Wenn ihr mal wirklich über Darth Vader nachdenkt, nur anhand der alten Trilogie, was für ein Charakter er ist, dann klar, er ist der große schwarze Buhmann und er bereitet Luke natürlich total die Probleme. Aber er wird ja von allen anderen Charakteren komplett gefürchtet. Nicht nur von den Rebellen, weil er gegen die ist, sondern auch von seiner eigenen Crew, von dem Imperium, von seiner eigenen Mannschaft und so weiter. Alle pissen sich in die Hose, wenn Darth Vader in die Tür reinkommt. Und alle haben total krassen Schiss vor dem. Und anhand von dieser einen Szene hat man jetzt einfach nochmal gesehen, warum das eigentlich so ist. Denn wenn man sich jetzt nur mal die alten Filme anguckt, dann reißt Darth Vader jetzt nicht so viele krasse Sachen. Klar, er hat seine Momente, er ist halt Darth Vader, aber nichts, was ihn wirklich, wenn man auch gerade die Prequels jetzt, also die Filme, die in der Vergangenheit spielen, wenn man die jetzt nochmal mit einbezieht und man sieht, was die Jedis da sonst so reißen mit ihrer Lichtschwertakrobatik und keine Ahnung was, dann macht Darth Vader von seinen bloßen Machtfähigkeiten nicht so viele Sachen, die so wirklich eindrucksvoll sind. Einfach weil es zu der damaligen Zeit noch nicht möglich war, das so darzustellen. Man weiß aber eigentlich, was für ein krasser Typ Darth Vader ist, wenn man einfach die Star Wars Comics kennt, die übrigens auch Kanon sind, oder halt andere Sachen, wie zum Beispiel die Star Wars Rebels Serie oder aus alten Videospielen und so weiter, wo Darth Vader mal wirklich krasser am Rad dreht. Und das macht ihn halt verdammt krass und verdammt cool. Und ich hatte mir immer gewünscht, sowas mal, was ich in diesen anderen Medien sehe, auch mal in einem richtigen Star Wars Film zu sehen. Und ich hatte meine Hoffnung schon komplett aufgegeben. Und dann bekam ich eine neue Hoffnung mit Rogue One. Und ich habe mir da schon gedacht, okay, sie machen es wahrscheinlich nicht so deutlich, aber Alter, sie haben das richtig krass durchgezogen. Und es war so perfekt und so gut einfach. Ich habe jetzt nur ein einziges Problem damit. Jetzt, wo ich das gesehen habe, will ich mehr. Aber ich weiß halt, dass wahrscheinlich nicht mehr viel mehr davon kommen wird. Aber alleine diese Darth Vader-Szene, diese paar Sekunden, der Terror in den Augen der Rebellen, wie sie abgeschlachtet werden von diesem schwarzen Monster. Ja, ein Monster zu sehen, wie Leute darauf reagieren, wenn sie sich Darth Vader entgegenstellen müssen, die halt nicht in der Macht trainiert sind, die normale Menschen sind. Denen geht komplett der Stift und das auch vollkommen zurecht. Und ich fand's einfach, wie gesagt, hammergeil, wie sie das gemacht haben. Alleine für diese Szene hat sich der gesamte Film gelohnt. Okay,
Ich habe ja vorhin gesagt, es ist nicht so schlimm, dass die anderen Charaktere nicht so krass ausgearbeitet wurden. Ja, die gehen halt alle drauf, ne? Hatte ich von Anfang an schon erwartet und musste immer schmunzeln über irgendwelche schwachsinnigen Fantheorien, dass ja die Leute aus Rogue One bestimmt die Ritter von Ren sind und episodarisch wiederkommen und so ein Schwachsinn. Totaler Blödsinn. Aber ja, die sind alle halt abgekratzt und dementsprechend kann man verstehen, dass die nicht so viel Zeit in dem Film aufgewendet haben, um die weiter auszubauen. Weil wenn du sowieso weißt, dass die Leute draufgehen, dann konzentrierst du dich auf ein, zwei Charaktere, die möglichst heroisch oder möglichst traurig sterben sollen und der Rest ist halt einfach nur wirklich auf gut Deutsch gesagt Kanonenfutter. Und deswegen finde ich das auch jetzt nicht unbedingt so schlimm, dass sie nicht weiter beleuchtet wurden. Ich finde es okay. Es war halt ein Kriegsfilm. Ich meine, man müsste mir mal bitte einen anderen Kriegsfilm zeigen, der einzelne Charaktere, die alle wie Fliegen wegsterben am Ende, wirklich krasser und wirklich deutlich besser halt charakterisiert. Klar, da gibt es ein paar, zum Beispiel der Soldat James Ryan, aber da hört es dann auch schon wieder auf. Also es gibt halt nicht viele Filme, die das besser machen. Von daher finde ich das nicht unbedingt schlimm. Und wer den Film jetzt schon gesehen hat, der weiß natürlich, dass es nicht nur bei Grand Moff Tarkin als CGI-Figur geblieben ist. Nein, ganz am Ende kriegen wir wirklich noch einen Blick auf die junge Leia. Und ja, auch hier finde ich es echt krass, dass sie das gemacht haben, dass sie die überhaupt so in den Film gepackt haben. Aber ich muss auch sagen, man hat das bei ihr, finde ich, noch deutlicher gesehen, dass sie eine Computerfigur ist. Weil Grand Moff Tarkin ist einfach ein alter Mann mit Furchen im Gesicht, total vielen Falten und so weiter und unterlaufenden Augen und so. Und deswegen kann man da krasser überzeichnen, wenn er einfach aussieht wie eine durchgesessene Ledercouch im Gesicht, ne? Aber da Leia halt jung ist und ein sehr glattes Gesicht hat und so weiter, finde ich, hat man das krasser gesehen, dass sie computeranimiert ist. Aber gut, wie gesagt, ich finde es an sich schon geil, dass sie überhaupt diesen Schritt gegangen sind und das gemacht haben. Und ich habe jetzt echt große Hoffnungen an Episode 8. Ich denke, wir alle wissen, es wird in Episode 8 grob darum gehen, erstmal die erste Hälfte des Films oder zumindest das erste Drittel des Films, dass man sieht, wie Rey von Luke trainiert wird. Und während des Trainings denke ich eigentlich schon, weil sie auch schon Obi-Wan angeteasert haben in Episode 7, dass Obi-Wan, Yoda und wahrscheinlich auch Darth Vader oder Hayden Christensen als Anakin Skywalker alle als Machtgeister später in Episode 8 da sind und vielleicht sogar mit Luke einen kleinen Jedi-Rat abhalten oder irgendwie sowas in der Art, keine Ahnung. Aber ich könnte mir halt, wie gesagt, sehr gut vorstellen, dass sie diese Charaktere alle wiederbringen. Yoda kein Problem, weil sowieso computeranimiert. Hayden Christensen ist jung genug, beziehungsweise kann halt auch Darth Vader sein oder irgendwie anders im Darth Vader-Kostüm von mir aus. Und ja, aber Alec Guinness als Obi-Wan war halt das Problem, weil man stellt sich die Frage, nimmt man jetzt Ewan McGregor, den jüngeren Obi-Wan, und schminkt den einfach auf alt? Oder lässt man es sein? Und ich glaube jetzt, man könnte hier einen guten Kompromiss finden, indem man einfach Ewan McGregor an sich als Schauspieler nimmt, ihn aber mit Computer ein bisschen mehr aussehen lässt wie Alec Guinness. Ich finde, man könnte hier echt einen guten Kompromiss finden. Dann hätte er vielleicht mehr das Aussehen vom alten Obi-Wan, hätte aber mehr die Stimme vom jungen Obi-Wan, beziehungsweise einfach von Ewan McGregor. Und ist die Frage natürlich, ob sie das machen und ob Ewan McGregor auf sowas überhaupt Bock hätte, dass sein Gesicht übergepinselt wird, so ein bisschen. Aber ja, also sie haben jetzt echt das volle Potenzial und haben freies Schießen, den alten Obi-Wan in Episode 8 zu integrieren. Vorher habe ich mir gedacht, die lassen den so ein bisschen raus, was schade ist, weil der Schauspieler halt schon lange tot ist. Aber jetzt glaube ich wirklich fest daran, dass wir sehr viel Screentime mit Obi-Wan auch in Episode 8 bekommen. Und darauf freue ich mich echt krass. Und man glaubt es kaum, es gibt gegebenenfalls, vielleicht, man weiß es nicht, eine Anspielung auf Snoke in Rogue One. Und es gibt ja generell sehr viele Easter Eggs in Rogue One, über die ich alle auch liebend gerne sprechen würde. Und weil das aber den Rahmen dieser Review sprengt und meine Videos sowieso immer schon lang genug sind, habe ich mir gedacht, ey, machst du einfach noch ein zweites Video. Deswegen werde ich relativ zeitnah an dieses Video, ich gebe mir wirklich die allergrößte Mühe, es wirklich auch zeitnah zu machen, werde ich im Anschluss an dieses Video die coolsten oder die besten Easter Eggs aus Rogue One auflisten und die für euch erklären. Unter anderem daran anschließend auch meine kleine neue Theorie zu Supreme Leader Snoke. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr weiterhin Ausschau haltet auf meinem Kanal.
wann denn dann das nächste Star Wars Video kommt, denn ich verspreche euch, da kommt tatsächlich eins. Ich hoffe jetzt aber erstmal für den Moment, dass euch dieses Video gefallen hat. Und wenn euch dieser Film gefallen hat, dann liked es doch bitte. Und teilt das Video bitte. Und abonniert mich bitte. Und erzählt all euren Freunden von diesem Video. Ich würde mich sehr, 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 sehr freuen. Schreibt mir doch bitte auch in die Kommentare, wie ihr Rogue One fandet, was ihr euch vielleicht anders vorgestellt hattet, was ihr euch vielleicht gewünscht hättet. Wart ihr vollkommen zufrieden? Seid ihr auch so abgegangen wie ich da drauf? Bitte achtet aber auch darauf, dass wenn ihr Kommentare schreibt, ihr auf Spoiler, die ihr selber tippt, auch darauf hinweist, sonst spoilert ihr vielleicht andere User und das ist nicht so cool. Deswegen, ja, ich will aber gerne auch wirklich eure Meinung wissen. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr den Film fandet, wie fandet ihr die Review. Ich freue mich wie immer, alles, was ihr mir schreibt, zu lesen. Und bis zum nächsten Mal sage ich, möge die Macht mit euch sein.